Willkommen zurück zu Gothic 3, wo wir uns jetzt ein zweites... Ich würde gern, kann aber nicht. Dann machen wir was anderes. In Prager haben wir ja, glaube ich, eh noch ein Waffenbündel rumliegen. Irgendwie war da was. Mit Prager und einem Waffenbündel. Wahrscheinlich beim Waffenhändler. Wenn überhaupt. Der stand hier, glaube ich. Ja, genau hier. Meins. So, und dann schmieden wir jetzt hier unser Schwert. Weil hier gibt es auch einen Amboss. Und ein zweites Runenschwert. Zack. Jetzt geht's zurück nach Bensala, damit wir das Ganze auch schön schärfen können. Ein Rundengereis ist das hier doch. Da oben. Jetzt wird geschliffen. Mein zweites Erzschwert muss schön sein. Ich weiß nicht warum, aber ich verkaufe nur scharfe Ware. Ich habe einen Ruf als Händler zu verlieren. Die werden dadurch zwar nicht mehr wert, aber irgendwie... Das bringt nichts. Ach, Klingenbolzen kann man wenigstens alle sofort machen. Das ist gut. Das bringt nichts. Ja, jetzt sind wir fertig. Und nun spüren wir die Macht. Ach nee, erst einmal würde ich gerne noch ein bisschen Gift verwenden. Für mein zweites Runenschwert. So, den Runenschild legen wir ab. Und legen dafür das zweite Runenschwert an. Jetzt haben wir zwei hübsche Schwerter. Yeah! Jetzt gehen wir zurück nach Bakaresh. Weil da habe ich noch was zu tun. Die haben ja hier diese schönen Inseln rundherum. Die würde ich gerne erkunden. Da bräuchte ich aber erstmal jetzt die tolle Karte. Das ist auch schon die erste Insel hier, die große. Jetzt müssen wir schwimmen. Mit unseren hübschen Schwertern. Die sehen doch cool aus, oder? Die sehen sehr hübsch aus. Und die sind dazu auch noch relativ stark, ne? 110 Schaden pro Waffe. 220 insgesamt plus vergiftet. Das ist schön. Wir haben ja auch noch die Spruchrolle mit den Waffen segnen. Das gibt auch nochmal, ich glaube, 10 Punkte Schaden dazu. Ich würde die mir gerne aufheben, falls ich es tatsächlich schaffe, zwei Meisterschwerter zu schmieden. Beziehungsweise eins zu schmieden und eins zu finden, obwohl das eigentlich Unsinn ist wegen 10 Schadenspunkten. Mein Gott, Walter, das können wir ruhig hier drauf verwenden. So, jetzt machen wir hier nochmal 10 Schaden. Wegen 10 Punkte Schaden muss ich das jetzt nicht unbedingt aufheben. Gibt es hier irgendwelche Viecher und Gegner und hast du nicht gesehen? Ne, gibt es zumindest Heilpflanzen. Habe ich da was gehört? Hat er irgendwas gefaucht? Heilpflanze. Wir müssen doch mal wieder spitze Pfeile herstellen, ne? Fällt mir mal so ein, wir haben, glaube ich, momentan nur normale. Hier ist viel zu viel Natur. Habe ich noch eine Spruchrolle, die Telekinese ist und so? Nicht, dass wir hier durchrennen und irgendwas übersehen. Umgefallene Säulen. Okay, Ladies, jetzt wird getanzt. Da. Ba, ba, bam. Da. 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 Ba, ba. Oh. Da. 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 Was ist das wohl? Da. Da. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Zwei Schwerter hin oder her. Da. Da. Oh. Da.
Da! Oh yeah. Wer ist jetzt mächtig, hä? Da! Hua, hua, zack! Zack, hu, zack! Da! Oh du! Hundebengel! Zack, hu, zack! Zack! Wow! Ich bin gut. Noch ein bisschen Fleisch hinterher. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier entdeckt haben. Der hat seinen Kampfstab bis sonst wohin geschleudert. Skelett. Hier haben wir auch noch ein totes Skelett. Und eine Waffenkiste, das ist schön. Darin finden wir ein Großschwert. Nur die stärksten Kämpfer können dieses Schwert führen. Wie sieht denn das aus, wenn ich das mal fragen darf, das Großschwert? Oh, das sieht schick aus. Aber mein Schwert ist hübscher. Den Ring nehme ich auch mit. So, und da fällt mir ein, vielleicht könnte man ja zur Sicherheit auch mal die hier nehmen. Nicht, dass hier irgendwo eine Truhe im Wald versteckt ist und ich finde die nicht. Das wäre recht unschön. Ist aber cool mit dem Weg hier, der mitten durchgeht, ne? Ist eine ganz lustige Sache. Und überall diese Säulen. Biester gibt es hier keine, gut. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Insel, würde ich sagen. Ist das schon die nächste? Nee, das gehört noch zu der. Die nächste ist da hinten, okay. Immunität gegen Hitze habe ich auch nach wie vor noch nicht gelernt, aber wenigstens habe ich zwei Schwerter auf dem Rücken. Das ist doch auch schon mal ein bisschen was wert. Und einen hübschen neuen Bogen habe ich auch. Da ist sogar ein kleiner Wachturm. Oh, ist das niedlich, ey. Oh. Von hier aus sieht Backe recht ganz cool aus irgendwie. Gefällt mir. Aber die nächste Insel ist so weit weg. Oh. Immer so weit schwimmen. Wenigstens sorgt das mal für eine kleine Abkühlung hier bei der Hitze. Die Schwerter sind eigentlich ganz cool. Hübsche Breitschwerter sind das. Mit Ornamenten verziert und vor allem Erzwaffen. Ah, Hilfe! Irgendwas hat mich nach unten gezogen. Ich muss hier weg. Das ist ein Killer-Delfin. Schwimm, Peter! Schwimm wie der Wind! Der Wind kann schwimmen? Ich weiß es nicht! Wer soll ich das denn wissen? Wind ist unsichtbar. Wie soll ich denn sehen, ob der schwimmt? Was für ein Horror, ey. Voll das Horror-Game, ey. Müsst ihr aufpassen, wenn er hier baden geht. Es gibt Dinge, die wollen euch auf den tiefen Meeresgrund ziehen, ja? Oh, Blutfliegen! Hallihallo! Wahutziung! Suchatzung! Suchatzung! Swakratzung! Pschung! Pschung! Ich bin immer noch der Meister der Geräusche hier. Oh oh. Ich werde euch töten! Wenigstens ist auf der Insel hier mal ein bisschen was los, ne? Auf der anderen war ja nicht so viel los. Oh, was ist das denn? Sandcrawler! Lurker, so begonnen. Aber cool ist das schon, wenn man mit zwei Waffen kämpft. Du Hund! Ich treff so nichts. Ich muss hin.
sind auch wieder ein paar hübsche Ruinen hier. Aber bevor wir zu den Lockern da unten gehen, gehe ich mal hier oben rum. Ich meine nämlich gesehen zu haben, dass da eventuell sogar ein paar Kisten rumstanden. Eine große Truhe. Die ist aber groß, hör mal. Wieder den Bogen raus. Der Peter hat den Bogen raus, ist das einfach. So geht das. Eine Zauberwurzel. Habe ich mich doch ein bisschen verguckt. Sieht nicht so aus, als wären hier Drohnen unterwegs. Aber wenigstens noch ein paar Pflanzen, die wir mitnehmen können. So eine kleine Inseltour hat schon was, finde ich. Oh, hier noch eine Heilwurzel. Wurzel, Kabwurzel. Hallo! Du Stück! So, alles abgeschossen. Und eine Zauberwurzel dabei entdeckt. Danke, Freunde, ihr habt mir das gezeigt. Finde ich schon nett von euch, muss ich sagen. Oh. Oh. Ah. Geh weg! Ah. Ah. Du Hund! Was denkt ihr, wer ihr seid? Ah. No. Du wirst sterben! Hab ich das gut gemacht? Ich hab das voll toll gemacht, gib's zu, ey. Was ist da noch? Ein Ogerblatt? Und ab auf die nächste Insel. Wir plündern jede dieser elenden Inseln. Hier sind Varane unterwegs. Wow. Noch Fragen, euer Ehren? Eine Dechse mit einem Ei. Hier ist auch noch eine Eidechse. Eine Eidechseninsel. Du weißt, dass hier eine Mauer ist, oder? Ah, oh. Du Hund! Oh yeah, Level! Ah. Oh. Verschwinde. Also mit zwei Waffen kämpft man verdammt schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist natürlich schön da dran. Aber man kann natürlich nicht so gut blocken, weil man keinen Schild hat. Dafür kämpft man ziemlich schnell, was einen gefährlicher macht. Da braucht man eventuell gar keinen Schild, wenn man dem Feind gar nicht erst zum Zug kommen lässt. Naja, wir haben lange genug mit einem Schild gekämpft. Eigentlich hatte ich ja von Anfang an gesagt, dass ich bei Schild bleiben möchte. Aber ich habe jetzt irgendwie doch Lust bekommen auf zwei Waffen. Da! Da! Jetzt. Da! Ihr müsst euch auch mal treffen lassen. Da! So. Ich höre immer noch so ein Biest fauchen. Wie viele von denen gibt es denn hier noch, Mensch? Eidechse erledigt. Da! Blutfliege ebenfalls erledigt. Da! Zack. Oh Gott, da ist noch eins. Gewesen. Dieser letzte Schlag. Diese zwei Drehungen. Und dann der letzte Schlag, also da-da-batz. Der letzte Schlag hier, der macht irgendwie mehr Schaden, denke ich. Der macht irgendwie kritischen Schaden, habe ich das Gefühl. Jetzt wartet noch eine Insel auf uns. So viele Inseln hier vor Barkeresh.
Und sie alle wollen wir erkunden. Oh, hier sind Ogre und wie seid ihr hier hingekommen? Was? Das Schöne ist, die scheint sich hier nicht frei bewegen zu können. Dadurch, dass ich noch im Wasser stehe. Na, dann müsst ihr jetzt sterben, das habt ihr davon. Boah, das war voll daneben. Da! Da, du willst Ärger, ja? Du fettes Stück! Da! 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 Hört auf, dich zu zweit zu verkloppen. Das ist unfair, Mist. Da. Mist, verdammt. Geht weg. Da. Da. Okay, jetzt gibt's erstmal einen Heiltrank. Da. 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 Oh, das gibt's nicht. Immer wenn ich den letzten kritischen Schlag machen will. Ja, der hat gesessen. Schaffen die es, den zu unterbrechen. Mein. Na bleib doch hier, du brauchst doch nicht gleich im Wasser versinken, Mensch. Hier liegt doch irgendwo noch der andere Tote, ne? Hier ist eine magische Kiste. Da ist noch eine Kiste. Zack. Eine stabile Metalltruhe. Mit ein bisschen Plunder drin. Ja, mach die nochmal auf, nochmal nachgucken, ob man nicht ein bisschen Staub drinnen liegen gelassen hat. Wir wollen ja alles zusammenkratzen und mitnehmen. Hier noch ein paar Schnäppchen und eine Metalltruhe. Mit einem Dietrich. Wer, warum? Lurker! Weg! Eine ramponierte Truhe. Nicht während eines Kampfes. Geh weg! Da! Das habe ich gut gemacht. Oh, was war das? Bronzener Schuss erhalten. Da! Großvaters Erbe Teil 1 erhalten. Da! Nullleiter. Da! Geh weg! 500 Münzen erhalten. So, jetzt aber erstmal gucken, wo finde ich denn das am ehesten? Hier wahrscheinlich. Guru-Schlüssel 1. Großvaters Erbe, das erste Buch Großvaters Erbe. Trauer überkam uns schlagartig, als die Kunde des Todes unseres Großvaters bei uns ankam. Sein Werk war noch nicht abgeschlossen und er versprach uns ein besseres Leben. Ganz auf uns allein gestellt, warteten wir verzweifelt auf einen Streiter, der uns den richtigen Weg zeigen könnte, das Werk unseres Großvaters zu beenden. Und so kam es, dass einer unserer Brüder begann, das Werk Großvaters fortzuführen. Er zeigte voller Freude die ersten Schritte auf Großvaters Weg. Nach sichtlichem Erstaunen der anderen Brüder, eingeschlossen mir, begannen wir, dem just geöffneten Pfade zu folgen. Ein anstrengender Pfad, ein steiniger Pfad, voller Missgunst und Fallen. Nur wenige winkten uns am Anfang unserer Reise zu, und was weit schlimmer war, einige behinderten uns bei den ersten Schritten. Unsere Reise begann unter keinem guten Stern, und so zogen wir mit viel zu schwerer Last in die fremde Welt hinaus. Keiner soll behaupten, wir würden uns den Gefahren nicht stellen wollen, und so folgen wir den gefundenen Zeichen, die in die Wüste deuten. Lauert den Feind auf den Handelsrouten der Assassinen, versteckt er sich im Schutz der Bergketten. Gut. Das ist ein Rätsel also. Lauert der Feind auf den Handelsrouten der Assassinen, versteckt er sich im Schutz der Bergketten. Bronzener Schlüssel. Also wir müssen auf jeden Fall zur nächsten Truhe. Wir haben ja schon ein paar von den Truhen entdeckt.
Ich bin gerade ein bisschen zu dämlich, das Rätsel hier allein zu lösen. Aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade eh keine Zeit habe, weil es wird ja schon wieder dunkel. Ich glaube, wir können auch ohnehin erstmal zurückkehren nach Bakarech hier. So, jetzt nutzen wir die Gelegenheit, suchen uns noch ein schönes Bett. Werden wir ja wohl irgendwo finden. Im Bakarech selber sind wir ja jetzt fertig, also können wir uns ruhig auf die Suche nach den Truhensachen hier begeben. Schwupp. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Welche Truhen haben wir denn überhaupt entdeckt? Also eine Truhe war ja oben in Silden in der Burg. Die andere Truhe, war die nicht handelswegen Bergketten? Ich glaube, ich weiß, wo die nächste ist. Wir hatten doch in der Nähe von Prager, glaube ich, in der Ogerhöhle noch so eine Truhe entdeckt. Naja, egal. Das Ganze sehen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Lord Peter.